Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Video. Ja, wie soll ich sagen, es ist so eine Art Infovideo, was jetzt in den letzten Wochen, wo ich nicht da war, geschehen bin, praktisch was mit meinem Laptop los war, wie es weitergeht und ja, kann man so sehen als eine Art Vlog, aber ich werde es natürlich nicht als Vlog hergeben. Und ja, ich würde zu gutem Anfang mal eine bekannte Musik einspielen. Ich hoffe, ihr kennt sie. Und zwar, ich muss vielleicht ein bisschen lauter drehen. Ganz leid, ein bisschen. Und zwar ist das die finale Bossmusik von Illusion of Time. Wer sich daran erinnern kann. Also die dünn, die dünn, die dünn, die dünn, die dünn, die dünn. Also die wirklich reinhaut. Und ja, was soll ich jetzt sagen? Also, als erstes beginne ich jetzt mal damit, was mit meinem Laptop los war. Und zwar vor circa 3 Wochen, es war da Mittwoch, vor 3 Wochen circa. Also das war ungefähr 27. 28. November, so in der Art. Also ihr könnt eh nachschauen, wann ich das letzte Video hochgeladen habe. Also ein Tag drauf. Ich war bei meinem Laptop der Bildschirm schwarz. Also sobald ich eingeschaltet habe, Festplatte lief und der Lüfter lief auch. Nur Bildschirm blieb schwarz. Ich mir gedacht, ja. Okay, warte mal 1-2 Tage und vielleicht funktioniert es dann wieder. Im Prinzip sind es dann statt 1-2 Tagen 4 Tage geworden. Ja, und als ich am Montag vor 2 Wochen, also gestern vor 2 Wochen, wieder einschalten wollte, ging er wieder. Für 1-2 Stunden. Danach ging er sich total auf, muss ich ausschalten. Und ja, als ich eingeschalten habe, war wieder dasselbe los. Ich mir dachte, so aus, lädt mich am Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ich weiß, das wollte ich jetzt sagen. Aber es ist so, ich habe am Montag, am Dienstag, ich hatte Spätschicht. Habe ich am Dienstagabend, also am Dienstag, um 6, 7, habe ich den angerufen, der was mit dem Laptop verkauft hat. Und habe gesagt, du, ja, Festplatte läuft, Lüfter läuft, aber Bildschirm schwarz. Ich gesagt, ja. Der muss er sofort einschicken, weil da hat's was. Im Endeffekt hat er sich ihn dann am Dienstag geholt, am Mittwoch geholt, vor 2 Wochen, also morgen in 2 Wochen. Und hat ihn zu einem Reparaturservice gebracht. Und ja, es hat halt bis letzte Woche Freitag gedauert. Also mir praktisch, Donnerstag, weil da war Feiertag. Am Donnerstag hat er mich angerufen, dass er sich entschuldigt, dass es so lange gedauert hat. Und ja, dann hat er mir halt erklärt, sie haben geschaut, was es hat. Der größte Mängel war die Festplatte. Er kann sich zwar selber auch nicht erklären, aber die Festplatte war finito. Experitu santi amen. Also, die kannst du wegschmeißen. Ja, die Festplatte war jetzt komplett am Arsch, sozusagen. Und dann, habe ich gesagt, ja, zahlt sich überhaupt der Festplatte nur auszukaufen? Und gesagt, ja, der Computer ist sonst so in einem guten Zustand, weil er erst 2,5 Jahre alt ist, dass sich eine neue Festplatte auszahlt. Im Endeffekt habe ich jetzt eine neue Festplatte drin. Nur das große Problem ist, er hat gesagt, er weiß nicht, ob er die Daten wieder transferieren kann. Ja, im Endeffekt haben wir den Großteil der Daten wiederbekommen, also die ganzen
Docs-Dateien und die ganzen Camlog-Dateien und Gott sei Dank, ich habe alle meine Videos, alle, die sind alle noch da. Das größte Problem ist jetzt, dass ich jetzt kein Camtasia mehr hatte. Kein Fraps. Ich hatte gar nichts mehr von meinem Aufnahmeprogramm. Ich hatte kein Skype. Ich musste alles wieder runterladen. Also gestern Abend, ich habe ja Spätschicht, habe ich jetzt geholt und habe das Ganze runtergeladen. Habe Camtasia wieder neu installiert. Ich habe dann ja Skype alles neu installiert. Ich habe, was mir ganz wichtig ist, Yu-Gi-Oh! 3, Online 3 habe ich neu installieren müssen, weil nichts mehr da war. Ich meine, das ist selbstverständlich, dass nichts mehr da ist, aber ja, man kann nichts machen. Jetzt habe ich halt ein paar Stunden verbracht und habe das runtergeladen. So, was schauen wir uns jetzt dann an? Das ist, glaube ich, auch die Final Boss Mucke. Ah, das ist die Soft-Version. Aber ich würde mir lieber Lara Elf anhören. Es hat sowas an sich. Und ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich habe mitten runterladen. Ja, genau. Ich habe alles runterladen müssen. Ich habe geschaut, dass alle Dateien wirklich da sind. Der Großteil ist da. Ja. Die ganzen Emulatoren sind da. Die ganzen Memory Cards, die ich auf den Emulatoren installiert habe, sind da. Das heißt, Crash Bandicoot kann ohne weiteres weiterlaufen. Auch die ganzen ROMs sind alle noch da, die ich besitze. Das ist mir sehr wichtig, dass ich die noch habe. Und ja, das habe ich halt den ganzen Abend verbracht, alles wieder zu installieren. Und in dem Endeffekt wollte ich gestern noch ein Video machen, aber da war ich dann so müde, dann habe ich nichts mehr gemacht. Und ja, so ist das hier das erste Video, das wieder hochgeladen wird. Vielleicht kommt heute noch ein Video, ich weiß noch nicht. Höchstwahrscheinlich dann spät am Abend wieder eine Crash-Folge. Allerdings ist das eine Folge, die ich gespeichert habe, die seit 3 Wochen auf meinem PC liegt, die ich erst hochladen muss. Ja, ich war schon überlegen, soll ich es nicht neu drehen? Man dachte, ach was. Der Part ist so fehlerhaft, den muss ich einfach hochladen. Und ja, im Endeffekt habe ich alle Saves jetzt und alles wieder da. Gut. Ja. Sonst. Muss ich gucken. Ich glaube, ich habe sonst alle Dateien. Ja, ich habe alle Dateien. Das war das Wichtigste, dass ich alle Dateien habe. Also der Großteil ist wieder da. Was ich habe, ist jetzt habe. Und ja, das war wichtig, weil ich brauche die ganzen Sachen. Und ja, sozusagen bin ich jetzt auch wieder am Ende von dem Video. Ich wollte euch nur mitteilen, was so oh, sorry, Leute. Was so jetzt abging bei mir. Und ja, das war es jetzt eigentlich auch im Großen und Ganzen. Ach ja, wer sich fragt, warum ich hier so liege, das ist, ich wollte euch mal zeigen, so wie ich Let's Playe. So spiele ich praktisch, wenn ich Let's Playe. Ich liege einfach hier und ja. Gut, dann werde ich jetzt aber auch
das jetzt beenden. Und wir werden uns dann wiedersehen mit einem neuen Video, mit einem neuen Let's Play. Also ein neues Let's Play, glaube ich, wird es nicht geben. Aber neue Videos kommen auf jeden Fall. Und ja, gut. Ich will nicht mehr lange um den Brei herumreden. Ich werde jetzt beenden und dann sehen wir uns in aller Frische wieder. Also Leute, wir sehen uns dann bei Crash, bei Königreich von Lama. Keine Ahnung, was noch kommen wird. Aber Crash kommt sicher heute oder spätestens morgen. Und ja, in 2 Wochen ist ja Weihnachten. Da wird natürlich dann wieder ein Video kommen. Allerdings kein ich weiß noch nicht, ob ich ein Special bringe. Muss ich mal gucken, ob ich Zeit finde. Aber ja, gut, Leute, wir sehen uns dann. Ich bin wieder da. Bis dann, haut rein und ciao, ciao.